Und hallo, schönen guten Tag. Nochmals der Antonio aus Portugal. Kurzfassung Toni, werden wir auch beibehalten, ja. Ich wollte heute mal ein bisschen mit euch über die generelle Lebensweise hier in Portugal reden. Speziell für diejenigen, die halt mit dem Gedanken spielen, nach Portugal auszuwandern, ja. Und für die es ganz wichtig ist, ein bisschen Hintergrundmaterial dazu zu bekommen. Und um sich halt einfach hier besser einzufinden und damit diese Umwandlung in ihrem Leben auch zum Erfolg wird. Ja? So, es ist also generell so, dass man dazu sagen muss, dass alle, selbst innerhalb Deutschland, der Schweiz, Österreich und so weiter, alle Wechsel, alle Wandlungen in unserem Leben sind ja immer mit gewissen Schwierigkeiten und so weiter verbunden. Das ist in diesem Fall ja auch nicht anders. Okay? Abgesehen vom Hausverkauf vielleicht in eurem Land und dann der Umzug und das Ganze organisieren und Spedition, bla bla bla, also dieser ganze Kram. Abgesehen davon gibt es also, das sind ja halt mehr technische Sachen, die man immer wieder einfach lösen kann, speziell heutzutage, wo man ja online sozusagen fast schon alles machen kann. Aber abgesehen von diesen Tatsachen gibt es dann halt jede Menge andere Sachen, die dann vor Ort sind. Und die einen mehr oder minder Schwierigkeiten machen können. Ja? Und heute will ich einfach mal generell, also das Video wird nicht so lang wie das letzte, aber ich will mal generell darüber reden, was ich in den letzten 23 Jahren, ich hatte euch ja nicht verschwiegen, dass ich Immobilienmakler bin hier in Portugal, schon seit 23 Jahren, also ich habe eine Immobilienagentur, hatte sogar mehrere, mittlerweile ist es nur noch eine, weil ich halt auch mittlerweile schon, da seht ihr ja, etwas älter bin, ne? Und keine Lust habe, mich zu stressen. Aber diese 23 Jahre in diesem Gewerbe haben mir halt und Hunderte von Kunden, die aus allen möglichen Weltteilen also gekommen sind und hier gekauft haben und wo ich den Spaß und auch die Freude gehabt habe, sie im Verlauf einiger Jahre begleiten zu können, als Freunde, als Bekannte oder wenn man sich einfach im Supermarkt trifft oder am Strand oder sonst irgendwo, ja. Diese 23 Jahre Erfahrung, die möchte ich euch so ein bisschen mit euch teilen, ja, okay. Und was gut ist, meiner Meinung nach, oder was man als Fehler empfinden kann, ja. So, und dazu wollen wir jetzt gleich mal anfangen, ja, und wir werden hierzu mal Themenbereiche, das Ganze als Themenbereich untergliedern, ja. So, der erste große Themenbereich und letztendlich eigentlich auch der wichtigste, das ist oder wäre die Sozialisierung oder der Umgang mit Menschen. Ja. Es ist ja so, wir brauchen, egal wo wir leben, ja, Kontakte. Ja. Wir müssen mit jemandem kommunizieren, sprechen können. Ja. Wir müssen mal ab und zu im Restaurant Abendessen gehen mit Freunden. Das gehört einfach dazu. Und speziell in so einem Land, ihr seht ja selbst, der blaue Himmel und so weiter und so fort, da möchte man seine Freude eigentlich auch gerne teilen. Ja? Und ja, und da ist einfach meistens der größte Fehler auch versteckt. Ich habe sehr viele Kunden, die mir also Folgendes sagen. Ja, wir wollen nach Portugal kommen, weil wir haben die Nase voll von unserem Volk und von unserer Politik und von unserer Lebensweise und von den Steuern und. Wenn wir hier nach Portugal kommen, dann wollen wir nur mit Portugiesen zusammen sein und wollen eigentlich nichts mehr von niemandem mehr wissen und wir wollen uns diesen Traditionen anpassen und so weiter. Also, das ist der erste und eigentlich der größte Fehler. Ja? Es ist so. Wenn du in ein fremdes Land kommst, ja, und sprichst die Sprache nicht, ne, ist die Schwierigkeit ja automatisch schon etwas größer, ja. Und das ist so, in Portugal, je nachdem und je nach Region, da werden wir noch drüber reden, nicht heute, aber in anderen Videos, je nach Region wirst du mehr oder weniger Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, mit dem du kommunizieren kannst, also mit dem du dich unterhalten kannst. Aufgrund der Sprache. Ja, je nach Region, die Küstenregion im generell, werdet ihr keine Probleme haben, auf Englisch zu kommunizieren. Jeder spricht Englisch. Hier in Portugal zumindest mal an der Küste. Ja. Französisch etwas schwieriger, aber eigentlich auch kein Problem. Im Inland
schwieriger, Französisch oder Englisch zu sprechen, meistens nur Portugiesisch, aber an der Küste habt ihr diese zwei Sprachen zur Verfügung. Nur, die spricht halt nun mal nicht jeder. Ja? Und Deutsch wird wohl sehr schwierig sein, jemanden kennenzulernen, der Deutsch spricht. Ja? Es gibt zwar sehr viele Portugiesen, die in Deutschland leben, aber im Vergleich zu Frankreich oder England oder anderen Ländern ist es nur ein geringer Bruchteil. Ja? So, also Deutsch ist natürlich eine Sprache, da wird es schwierig. Ihr werdet Leute finden, die Deutsch sprechen, aber viel weniger. Also, gehen wir einfach mal davon aus, ihr sprecht gar keine Sprache außer Deutsch. Ja? Dann ist es absolut wichtig, dass ihr irgendwelchen Vereinigungen, also ich möchte jetzt nicht Verein sagen, okay, das sind eigentlich gar keine Vereine, aber es sind Vereinigungen von Menschen, die aus allen möglichen Ländern kommen, die sich zusammentun, um halt ein paar gute Momente zu verbringen. Zusammen Bowling spielen, wandern, Fahrrad fahren, Badminton, also da gibt es 100.000, gibt mittlerweile sogar, was ich weiß, einen Fußballclub, der dieser Gehfußball, also man nicht rennt, sondern geht. Also da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Viele Leute werden dann sagen, nee, das ist nichts für mich. Nein, 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 das ist nichts. Nee, ich bleibe lieber dann zu Hause. Nur ist es so, die Problematik fängt dann an. Im ersten Jahr hat man im Allgemeinen, wenn man hier in Portugal einzieht oder umzieht, was mit seinem Haus zu tun. Garten arrangieren, streichen, was weiß ich nicht, Umwandlungen im Haus. Also man ist beschäftigt, ja. Aber dann kommt das zweite und das dritte Jahr so, und dann auf einmal hat man irgendwelche Kontakte verloren. Ja. Also man sollte schon im Vorfeld von vornherein nicht vergessen, ich bin umgezogen, um ein schöneres Leben, besseres Leben zu haben. Also muss ich mit Leuten zusammenkommen, die vor Ort schon leben, egal welche Nationalität, und die mir sogar hilfreich sind, verschiedene Sachen oder verschiedene Probleme zu lösen. Kanalisateur, jemand, der Elektrizität sich auskennt, Schreiner, was weiß denn ich. Die Leute, die vor Ort sind, einige viele Jahre, einige wenige Jahre, kennen diese Adressen und diese Leute schon und haben auch schon Referenzen, ob sie gut sind oder ob sie nicht gut sind und so weiter und so fort. Also sehr hilfreich. Und das ist eine Kontaktaufnahme. So, wie macht man das jetzt? Ne, geht man auf die Straße und klingelt man dann Haustüren, sag mal, bist du Deutscher oder sprichst du Englisch oder sprichst du Französisch oder sprichst du Deutsch? Nein, klar, nein. Heutzutage gibt es ja die Social Media, also das Sozial, dieses Facebook und so weiter. Facebook ist in dieser Form sehr, sehr nützlich, wobei die jungen Leute sagen, es ist altmodisch, für sie vielleicht, für uns nicht, weil die meisten ab 50 aufwärts, ja, benutzen tatsächlich Facebook, um mit ihren Freunden, Familie und so weiter in Kontakt zu bleiben. Und da gibt es dann diese Gruppen, ja. Zum Beispiel hier in meinem Bereich gibt es da die Silver Coast irgendwas, die Silver Coast irgendwas, die Silver Küste irgendwas, also Silver Küste Freunde, Silver Coast Friends, da gibt es alle möglichen Gruppen. So, und da kann man schon mal anfangen, sich reinzufinden, ja. Und warum nicht irgendwann, wenn man vor Ort ist, hinschreiben auf Deutsch: Wir sind gerade in Portugal angekommen, wir leben dort und dort und wir möchten gerne Leute kennenlernen, die uns etwas helfen und ein bisschen hier in die Eingliederung mit reinbringen, also die Eingliederung quasi ermöglichen. Ja, okay? Das ist ein absolut guter Schritt. Die meisten Leute, die das gemacht haben, ja, haben tatsächlich eine erfolgreiche Auswanderung zustande gebracht. Die leben nach 5, 10 Jahren immer noch hier und haben eigentlich einen größeren Bekanntenkreis als ich, ne? Weil ich einfach die Zeit auch dazu nicht habe, so einen riesen Bekanntenkreis zu haben und jeden Tag woanders zu sein. Ja? Aber das ist definitiv etwas, was ihr machen müsst. Also stellt euch nicht vor, meint nicht, dass ihr euch irgendwo in die Pampas reinsetzt mit einem riesen Grundstück um euch rum, kein Mensch um euch rum, schöner Ausblick und so weiter und dann ist das das Paradies auf Erden. Ist es nicht. Außer ihr seid Farmer, Agrikulteure, und liebt es, was weiß denn nicht, Hühner und Schweine und Rinder zu haben und dann habt ihr irgendwas mit Agrikultur zu tun und macht das irgendwie beruflich. Dann, okay, dann ist es was anderes. In allen anderen Fällen, ne, kann ich euch garantieren, dass ihr nach einiger Zeit, einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, unglücklich seid. Ja?
Und was dann passiert ist meistens, das fängt dann mit einer Caipirinha an, ne, am Strandcafé. Und dann geht es los mit zwei Caipirinhas, ne, dieses brasilianische Rumgetränk. Dann jeden Abend eine Flasche Wein und dann vielleicht zwei Flaschen Wein und vielleicht dann noch ein Gin und so weiter und so fort. So, und nach 3, 4 Jahren seid ihr Alkoholiker. Ja. Und nur da, weil ihr halt keine soziale Struktur um euch rumgebaut habt. Ich bin kein Psychologe, bin ich nicht, will ich auch gar nicht sein. Will ich auch gar nicht versuchen zu sein. Ja. Ich will euch einfach nur mitteilen, was ich in diesen 23 Jahren einfach gelernt habe. Ja. Und wenn ich in ein anderes Land umziehen würde, ohne die Sprache zu können, ja, dann würde ich das genauso machen. Ich würde wirklich nach meinen Ländern, also nach meiner Sprache, versuchen, in meiner Sprache Leute vor Ort zu finden, ja, und mich versuchen, in diese Gruppen erstmal einzugliedern. Was nicht bedeutet, dass ihr dort bleiben müsst. Ihr könnt da einmal zum Bowling gehen oder ein anderes Mal zum Abendessen und so weiter. So, und dann lernt ihr ein oder zwei Personen kennen, ja? Und diese ein, zwei Personen sind das, auch worauf ihr eure zukünftige Sozialstruktur aufbauen werdet. Ja? Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig. So, wie gesagt, ich wollte heute speziell dieses Thema angehen, weil es für mich eigentlich das wichtigste Thema darstellt überhaupt. Die Sozialisierung, wenn ihr auswandert. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt andere wichtige Punkte, die wir in anderen Videos besprechen werden. Okay, ja. Aber ich lasse euch mal drüber nachdenken, wie ihr eure zukünftige Struktur, soziale Struktur aufbauen könnt. Ich kann euch dazu sagen, ich habe sehr viele Kunden, die mir sagen, Antonio, du, in meinem eigenen Land habe ich nie so viel zu tun gehabt wie hier. Wir sind permanent woanders hin eingeladen, also das kann man einfach gar, fast gar nicht machen. Und das ist tatsächlich so, wenn man eine gute Sozialstruktur hat, dann ist es einfach so, dass es einfach besser ist, Nein sagen zu können. Nee, du heute Abend nicht, ich habe heute Abend zu tun, als niemanden zu haben, der einen einlädt oder zu dem man hin kann. Okay, ja? Also, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Denkt über diese Sache nach, das, was ich euch eben gesagt habe. Und wir werden in den nächsten Videos noch andere Punkte behandeln, die sehr, sehr wichtig sind bei eurer Auswanderung und bei einer vernünftigen, ja, und erfolgreichen Auswanderung. Ja. Sehe euch bald. Ciao, 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 ciao.